das muss ich jetzt überspringen, da kann ich den Scheißdreck. Ach Gott sei Dank, den Bruder brauche ich nicht nochmal. Hat mir schon was gereicht. Nein, 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 weg mit dem, der Schmutz. Nein, dumm, ich komm ab. Nettes Gespräch mit dem Bruder. Sollte das beim ersten Mal ablaufen müssen, oder? Ach, diese scheiß Flammen ficken schon. Scheiß Entwickler, Alter. Ja sicher, die Entwickler sind mal wieder schuld. Danke! Uns Entwickler, Alter. Können nicht einmal das Spiel gescheit entwickeln. Nicht einmal Dodo-freundlich gemacht. Super. Hätten schon machen können, oder? Schon wieder Flammen. Schon wieder, Alter. Alter, wie oft kann der noch Flammen? Oder hintereinander verschießen, Alter. Bist deppert, Alter. So schnell schwierig sind dann ihn einmal im Bett, bis deppert und ich bin schon Rekordhalter. In 2 Millisekunden. Oh, die Runden 30. Oh, da wird schon einer alt. Da ist schon ein alter Tupfer, hätte ich gesagt gehabt. Wie gesagt, 23. Oh, gib ihm, Alter. Gib den Huren, Alter. Gib ihm. Oh, immerhin ein bisschen. Am Arsch. Jetzt wirst du sicher wieder deine Wichser rufen. Ja, immerhin. Immerhin die Hälfte. Ja, schaut gut aus. Normalerweise hätte er schon längst irgendwie gerufen, oder? Boah, Glück gehabt jetzt, dass ich den Scheißdreck da noch habe. Sondern reifer. Du alter Sack, du! Na. Na, na, nächste Woche, nächste Woche. Nächste Woche Freitag. Da mache ich dann eh Geburtstagsstream. Aber leider nur für kurze Zeit. Weil den. Ich sag einmal, den Mitternachtsstream wollte ich nicht erleben. Da weiß ich nicht, ob ich da nur geradeaus gehen kann. Sag ich jetzt einmal. Alter, du. Dieses scheiß verfickte Ausweichen. Er kann ja nur 5-mal ausweichen. Und er braucht eine Pause, Alter. Wieso fokussiert er schon wieder den Gegner an? Der mit dem grünen Schüler. Verstehe aber nicht. Alter, weißt du, was ich aber sowieso nicht verstehst? Der muss so viele Grapefruits oder was auch immer das ist fressen, oder? Speibt er sich nicht auch während des Kampfes, oder? Das wundert mich aber schon ein bisschen. Weil wenn ich so viel fressen würde wie er, steppert, könnte mich dann immer konzentrieren aufs Kämpfen. Mach lieber Heilung. Ja, der schluckt nur, der schluckt nur. Komm, 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 komm. Oh, ey, da. Jetzt, ich sehe schon die nächste Phase, Alter. Schon wieder mit irgendwelchen Wichser, Alter. Ja, sag ich's doch, Alter. Und der große auch noch wieder. Na, geschleicht, Alter.
Ah, der Große ist wenigstens nicht so schlimm jetzt. So. Meier Bitch. Ja, das siehst du wieder ein Scheißdreck, Alter. Scheiß Hurenkind. Ah, gib ihm, Alter. Gib ihm. Ah, ah, so sieht's aus, Alter. Alter, wenn der jetzt dann noch welche dazu ruft, Alter, dann zuck ich aus, Alter. Das muss ja ausgehen, der Scheißdreck. Oh, gib ihm! Kum, 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 nicht schlapp machen. Nicht deppert sein jetzt. Ah, geht ja eh, geht ja eh. Gott sei Dank, Alter. So ein scheiß Wichser. Du hast mich gerettet. Von Schergen. Der Teppich ist sicher ruiniert. Hast du das Fährtenlesegerät? Ich brauchte es nicht. Ich traf den Dieb und es war, halt dich fest, mein Bruder. Er war nicht verflucht. Ah, das war also dieser verdächtige Sterbliche, mit dem du geredet hast. Er will, dass ihr allein gegen Typhon kämpft. Ist er lebensmüde? Wenn du wüsstest, er hat bisher noch alles geschafft. Ich würde mal Kung Fu Fighting Händel sagen, oder? Sich für unmöglich hielt. Ja? Ich stand hier und dachte, es wäre hoffnungslos, weil alles gegen dich sprach. Ich wartete auf dein Scheitern. Und dann sah ich meine Statue und dachte an das, was du gesagt hast. Ich dachte, Phoenix weiß nicht, ob er Erfolg haben wird und gibt doch nicht auf. Das ist Mut. Und in diesem Moment... Ich hätte mit den Fingern geschnipst, wenn ich welche hätte. Hatte ich genug davon, ein feiges Huhn zu sein. Du hast ja keine Ahnung, welche Zerstörung diese Hände einst brachten. Das bebende Fleisch, von dem sie kosteten. Ich kann's mir vorstellen. Sie schaden nicht länger. Sie machen gar nichts mehr. Und damit kann ich nicht leben. Genug gegaggert. Ich habe genug davon, ein Huhn zu sein. Ja, das ist Kampfgeist. Dann freust du dich sicher, dass ich das hier habe. Ich spüre ihre Macht. Schnabelhaft. Ich meine, fabelhaft. Schnabelhaft. Du erhältst zum Dank meinen Segen. Du hast ihn dir verdient, Krieger. Oh, next Segen, Bitch. Ja, jetzt müssen wir halt nur 84 kommen, oder? Treffer hintereinander. Verschwinde ich von hier. Wir sehen uns in der Halle der Götter. Dort verwandle ich mich zurück. Oh, perfekt. Und aus Huhn wird Hühne. Aus Federn Finesse. Aus Schnabel. Perfekt, dann dauert es nicht mehr lang. Zu Assassin's Creed. Yes. Bin schon gespannt wegen der Story. Vorsicht. Du willst doch nicht, dass Aphrodite zu Vegetarier. Aua, das ist mein Zehchen, du Tschuchsel. Nicht mit Zehchen beißen. Nicht deppert sein. Hier schlagen die aufs, aber nicht beißen. Musste Phoenix daran denken, was der Gott des Krieges ihm beigebracht hatte. Das ist Unmengen. Ich muss dazu sagen, das war der Toni. Weil da hat man. Brackelt mir erst der hier oder und dann yes. Und dann tut er dann noch beißen auch noch. Der Huren. Schnau gar nicht mehr so schlecht aus. Au! Du Huinkind! Boah. Das wahrer Mut, nicht so jetzt die Abwesenheit von Zweifeln. Na, Alter, der Toni? Brudi, der Toni? Also... Der Toni ist ein kleiner Perverser. Da steht sie volle Wäsche, wenn ich scheißen gehe, muss er ja mitkommen. Da steht sie es komplett drauf. Ares mag nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen, aber am Ende kämpft er immer für die richtige Seite. Das ist ein kleiner Perverser. Das ist wirklich arg. Das ist arg unterwegs. Einmal schneller also. Dann gehen wir einmal in so eine kleine Runde und schauen. Na. Also ich würde eigentlich gar nicht sagen, die bitte. Die sind jetzt wie alt? 22 Wochen fühlst sind die jetzt alt. Benommen und benebelt?
Wo bin ich denn da gelandet? Zweifelhaft gefärbten Granatapfel aber ja, das soll. Nehme ich gern. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber du bist tot. Das ist die Unterwelt. Oder wo bin ich denn da gelandet? Ein Gesundheitsfeld, was haben wir da? Scheiße, na, scheiß auf die Ausdauer. Wo bin ich denn da gelandet, Alter? Hä? Okay. Okay, Maschala. Da sag ich definitiv nicht nach. Stöpert. Ende Gelände. Reingelegt. Die Mäuren haben sich ein... Okay. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ja, aber... Kann einer kurz zurückschauen? Ich habe ja dorthin gedruckt, oder? Oder habe ich woanders hin gedruckt? Sieben ist schon besteppert, aber ging sie wenigstens aus. Nächste Leiste ist fällig. Bitte schau, weil das fand ich jetzt ein bisschen seltsam. Ich bild mir ein, dass ich dort hingeschalten habe. Hey, was heißt der blind? So hässlich bin ich jetzt auch wieder nicht. Vielleicht nur ein bisschen, aber so hässlich auch nicht. Da ist mir eher die Verteidigung wichtiger. Ja, machen wir mal die Verteidigung da. Das kann ich mir nicht mehr nehmen. Da würde ich fast sagen, dass der Bogen wichtiger ist, als wie jetzt die Axt. Definitiv wichtiger. Ah, also eh. Interessant. 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 Irgendwie wirkt das so wie die rechte Hand von Dragon. Also ich bin überhaupt nicht beleidigt, überhaupt nicht. Ich mach dich voll fertig, Juxel. Oh, okay, Verteidigung. Sollte ich mir dann doch noch ein bisschen überlegen. Wie man das doch vielleicht das ein oder andere wieder zu mir nehme. Geil. Hey, aber der spät dich nicht klar, Alter. Die Suppen bauen wir schon. Was hast du denn da schon wieder herumgewürzt, Alter? Ein bisschen an Chöre rein, gell? Na, du bist ja wieder arbeitslos, na bist du deppert. Na schlimmer. Da kocht er schön Suppe. Ich fasse immer noch nicht, dass Typhon so viel Gott in einen Huhn bekommen hat. Er fesselte mich mit seinen Kriegsgeschichten bis spät in die Nacht. Unsere Herzen schlugen in gleichen Takt. Wir wissen ganz genau, was die gemacht haben, Chucky Chucky. Wohl eher ein Schauspieler. Er fesselte mich wieder und wieder. Und wenn er dachte, er könnte mich noch mehr begeistern, brachte ich ihn dennoch dazu. 50 Shades of Grey. Zu viel gesehen, die Entwickler. Schon klar. Zu viele Elektra, die dir die Taschen schwer machen? Interessant, interessant. Na, meine Freundin schaut sich sowas überhaupt nicht an. In der Hinsicht überhaupt kein Interesse. Okay, verstehe gerade irgendwie jetzt nicht. Du und deine Freundin mit dem. Na so, ja, okay. Dann ist es gerade das andere gekommen.
Ich habe jetzt gerade gedacht gehabt, okay, was wüsste jetzt von mir? Und die Freundin. Ah, dann habe ich hier das nächste schon gelesen. Ey. Brudi. Ich sag jetzt mal so. Gute 2 Stunden. 1 Stunde reicht auch schon vollkommen. Mit ein bisschen Pause dazwischen. Still? Nein. Wie sehe ich aus? Aber selbst teilweise nach einer Stunde wird schon Fahrt. Kommt drauf an, was du machst. Warum nicht? Hör mal, es fällt mir schwer, mich zu bedanken. Aber du hast viel Gegacker ertragen müssen. Jedes Bock war es wert. Gut, nun befreie mich aus diesem Gaggern. Aber es ist auch teilweise so intensiv, der Akt, dass auch hin und wieder mal sein kann, ein paar Brudi, 1,5 Stunden sind weg, was ist passiert? Was haben wir getan? Wirklich, ohne Spaß. Es ist, manchmal denkst du so, boah Brudi, 5 Minuten und ich bin schon fertig? What the fuck? Und dann gibt es wieder Momente, wo du denkst so, eine Stunde? Was? Was? Ich beschwöre deinen rasenden Geist, Ares Gott des Krieges. Kämpfe mit mir. Ja, manchmal hast du halt Momente, wo du halt einmal 5 Minuten baust, einmal 10 Minuten und dann baust du mal wieder eine Dreiviertelstunde. Das kann hin und wieder mal auch passieren. Jawohl, es wird nicht mehr lange dauern. Alles strömt wieder zu mir zurück. Weißt du schon, was du sagen wirst, um Aphrodite zurückzugewinnen? Ich habe vergessen, wie muskulös ich bin. Ich lasse meine Bauchmuskeln für mich sprechen. Freut mich, dass du wieder der Alte bist. Das verdanke ich dir, Phoenix. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch ein paar Aufgaben für dich. Bringen wir diesen Ort auf Vordermann. Ah, du musst immer wieder so denken. Denk dir immer eins. Du wirst es nie so schnell schaffen wie bei American Pie. Einmal ins Höschen gegriffen und schon gekommen. Also das. Ui. Ui. Kritisch. Sagen wir es mal so. Kritisch. Ganz, ganz kritisch. Ich würd sogar fast sagen, das 5-mal Ausweichen hilft schon hin und wieder schon sehr. Aber schauen wir sich einmal dann diese göttlichen Angriffe an. Ja, es ist so, ich tue dir jetzt definitiv jetzt nicht irgendwie da herumlügen. Boah, Digi, schaff 2 Stunden in 0,nix. Na, manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Dann wieder kürzer, dann denkst du so, Brudi, was ist passiert? 2 Minuten, 5 Minuten und schon wieder fertig. Kann alles einmal, ja, richtiger Druck, wie du sagst, richtiger Druck. Ist halt einmal so. Man kann auch nicht immer wieder der Beste sein, wo du sagst, 2 Stunden. Wenn immer das, gerade so, wenn du da mal hakeln gehst, die meisten Leute übertreiben so dermaßen. Wenn es um ihren Schwanz geht, etc. Oder ich bin so ein guter Ficker, etc. Na, Digi, was musst du so immer herumlügen oder so? Wenn es da mal 5 Minuten passt, dann passt du mal 5 Minuten. Ja, meine Güte. Ja, ja. Oder wie intensiv das für dich ist. Vielleicht taugt er mit derer der Sex besser, mit derer eher weniger. Kann auch möglich sein. Oh ja, Brudi, oh ja. Es ist so. In der Hocken. Wenn du irgendwann einmal hackeln gehst und wirklich, hauptsächlich wirklich in einer Hocken bist, wo viel zu tun ist mit Männern, dann kannst du es nachvollziehen. Gerade so ein Job mit wo 90 oder 95% nur Männer hackeln, du wirst verstehen, was ich meine. Das ist dann halt wirklich, die meisten sind sowieso, Alter. Da hörst du von dem an nur Schwaf. Wirklich.
Du hörst von der ist zwar nicht schwul oder sonst irgendwas, aber der redet: Oh, ich habe wieder diese Wochenende diese Muschi gefickt. Na, Alter, hast du keine anderen Sorgen am Wochenende? Außer Schwanz oder Schwanzvergleich. Ja, Brudi, ich hab 30 cm. Ja, meine Güte, dann hast du halt 30 cm. Aber kannst halt nur jede zweite flach legen, weil es keine Monstermuschi hat. Alter. Aber, ja. Nein, ich würde sagen, widmen wir uns Assassin's Creed. Wir sehen uns in 10 bis 20 Minuten später. Dann können wir den Talk noch weiterführen. Aber, ja, Digi, es ist so, es ist so. Alter. Ja, da kommen sie wirklich mit: Bruder, ich hab so einen langen Schwanz, 30 cm, Yoshi, dann hast du halt 30 cm, aber bringt dir das was? Kannst vielleicht auch noch jeder zweite pudern, weil es jeder zweiten weh tut, da unten. Also es ist wirklich, es, ja, ich sag's immer so, wird vielleicht der ein oder andere lachen, aber ich sag's so, wie es ist, bevor ich teilweise 30 cm habe oder 40 cm oder wie die alle anderen noch immer sagen, habe ich lieber 10 cm und habe mehr Spaß als mit 30 cm, weil ich keinen Spaß habe am Gescheiden. Na, aber weißt du, was ich meine? Da habe ich lieber einen kleinen und da muss ich mir wenigstens keine Sorgen machen, dass ich da und da Probleme habe oder und dann ist die, hat die Freundin vielleicht dann noch Angst, dass ausgeleiert ist oder sonst irgendwas. Na, es ist, red mal in Assassin's Creed weiter drum. Ja, weißt du, was wichtiger ist? Egal ob groß oder klein, beide müssen einen Spaß dabei haben. Und damit würde ich sagen, wir sehen sich in 10 bis 20 Minuten später.